Sie werden die Säge nehmen und durch den Schädel schneiden. Befreiung und Loslösung, beides geschieht in diesen Tempeln. Dies ist ein Ort, an dem Sadhguru Sri Brahma verweilte. Agastya Muni ließ seinen feinstofflichen Körper hier bei diesem Linga zurück. Kieselsteine aus der Umgebung dieses Berges wollen sich buchstäblich durch deine Hand brennen. Guptakashi ist ein kraftvoller, konsekrierter Ort. Energetisch gesehen ein ziemlich spektakulärer Ort. Dies ist ein Ort, an dem Sadhguru Sri Brahma eine Zeit lang verweilte. Sadhguru Sri Brahma, was born in a small. Sadhguru Sri Brahma, der in einem kleinen Dorf im südlichen Teil Indiens geboren wurde, heute bekannt als Tamil Nadu. In einem kleinen Dorf namens Vettakaranpudur. Als er sich an seine Vergangenheit erinnerte und von Rastlosigkeit ergriffen war, einen Dhyanalinga zu konsekrieren. Er wanderte über den Subkontinent, nach den richtigen Menschen suchend, um den richtigen Grad an Stärke und Sadhana zu erschaffen. Irgendwann kam er mit vier jungen Sadhakas, den ganzen Weg von Rudraprayag zu Fuß. Man musste den ganzen Weg laufen und laufen, nahm diese vier jungen Burschen und ging nach Kedar hinauf. Weil sie ihr Sadhana in Kedar machen wollten. Er dachte, alles weniger als das würde nicht funktionieren für sie. Also nahm er diese Jungen und ging nach Kedar. Sie alle aus Südindien stammend, wo das Klima warm ist, konnten daher der Kälte nicht standhalten. Und sie hatten auch keine Daunenjacken. Sie blieben also dort für ein paar Tage. Sie konnten es nicht schaffen. Deshalb gingen sie auf eine geringere Höhe hinunter. Da sie sich selbst als wahre Nachkommen von Agastya betrachteten, beschlossen sie sich hier, genau in diesem Tempel, niederzulassen. Hier wurden sie untergebracht. Sie blieben für mehr als 3,5 bis 4 Monate hier. Sie machten ihr Sadhana. Zwei von ihnen machten später Gebrauch von dem Sadhana, um in ihre Fülle zu gelangen, und sie waren fort. Sie legten ihre Körper ab und waren fort. Das ist ein Ort nach meinem Geschmack. Sie sagen, dies wurde von Agastya Muni selbst vor über 6000 Jahren konsekriert. Es fühlt sich an, als wäre es gestern geschehen. Es ist einfach absolut intakt geblieben. Danke auch an die Leute, die sich jetzt darum kümmern, dass sie es erhalten haben, ohne es zu stören. Dies wird als Nabel von Cauvery angesehen, weil es ein Mittelpunkt ist.
Sie identifizierten also den exakten Mittelpunkt und Agastya Muni konsekrierte ein Linga, das tatsächlich ursprünglich aus Sand hergestellt wurde, vermischt mit irgendeinem Bindemittel aus jener Zeit, traditionellem Bindemittel. Es ist also ein Sandlinga, das noch immer intakt ist, nicht nur physisch intakt, in jeder Hinsicht intakt. Es wird geglaubt, dass Agastya Muni seinen feinstofflichen Körper hier bei diesem Linga zurückließ. Irgendwo in der Nähe von Madurai oder Virudhunagar gibt es einen anderen Ort, wo er seinen intellektuellen oder mentalen Körper zurückließ. Aber er nahm Hilfe von Kartikeya an und brachte seinen physischen Körper nach Kailash, wo Shiva war, und ließ ihn dort zurück. Das ist eine spektakuläre Art, die Dinge am Ende zu gestalten. In gewisser Hinsicht betrachtet er also Kauveri als einen Körper oder einen lebendigen Körper und er errichtete hier das Nabelzentrum, und zwar so, dass die Aufwärtsbewegung der Energie und die Abwärtsbewegung der Energie beides in der richtigen Weise geschieht. Es explodiert geradezu, als wäre es gestern gemacht worden, und es ist unglaublich. Das sind unsere Vorfahren. When I went to Kumar Parvat in Karnataka, in southern India, als ich nach Kumara Parvat in Karnataka in Südindien ging, an diesem Ort, wo Skanda seinen Körper bewusst verließ, als er in den Süden kam, half er Agastya Muni Ordnung zu etablieren. Und wahrscheinlich hat sein Umgang mit Agastya Muni ihn ein wenig abgekühlt. Er war ein zorniger Mann, weil er dachte, die Welt ist ungerecht. Und dieser junge Krieger hatte sich entschieden, wo immer er Ungerechtigkeit sieht, würde sie mit dem Schwert beseitigen. Er machte sich daran und hat so viele Menschen abgeschlachtet. Vom Norden kam er in den Süden. Dann kühlte ihn seine Verbindung mit Agastya Muni wahrscheinlich ein wenig ab. Er half ihm bei seiner Arbeit und ging dann zu dem Ort, der heute Kukke Subramanya oder Gatte Subramanya genannt wird. Er ging dorthin und wusch sein Schwert zum letzten Mal. Ich war viele Male an diesem Ort. Es ist, energetisch gesehen, ist es einer der kräftigsten Orte, die man sehen kann. Dann stieg er auf den Berg und dort verließ er seinen Körper im Stehen. Das ist das Wesen eines Kriegers. Da er nicht auf einem Schlachtfeld gestorben ist, verließ er seinen Körper im Stehen. Wenn Yogis ihren Körper verlassen wollen, setzen sie sich hin, normalerweise mit gekreuzten Beinen. Denn wenn die Energien beginnen, sich aufzulösen, braucht man Stabilität. Deshalb ist eine Haltung mit gekreuzten Beinen, die dir maximalen Kontakt zum Boden gibt, auf dem du sitzt, eine ideale Sache. Diejenigen, die dies eher gegen Ende ihres Lebens tun, stellen vielleicht fest, dass ihre Haltung mit gekreuzten Beinen nicht mehr so stabil ist, wie sie damals, als sie jung waren. Also legen sie sich hin oder legen sich halb hin und tun es. Es gibt Yogis, die sich in Shivasana hinlegen und ihn verlassen, weil es bei anderen Haltungen irgendeinen Schwachpunkt gibt. Aber Skanda verlässt seinen Körper im Stehen. Das ist gewaltig. Denn wenn man die Lebensenergien aus dem physischen Selbst herauslösen will, nun, dann braucht man eine gewisse Stabilität im Körper. Es im Stehen zu tun, ist außerordentlich. Aber genau das hat er getan.
Und als ich dorthin ging, wenn du Kieselsteine aus der Umgebung dieses Berges namens Kumar Parvat aufhebst, wirst du feststellen, dass alle Kiesel sechskantig sind, als ob sie von einer Maschine gemeißelt worden wären. Winzige Kiesel, alle sechskantig. Sie werden Shanmukalingas genannt. Du nimmst einen in die Hand, er will sich buchstäblich durch deine Hand brennen. So ist diese Art von intensiver Energie. Wir gingen also dorthin. In der Nacht sollten wir dort zelten. Alle versuchten, zur Ruhe zu kommen. Ich bin nicht in der Lage, sitzen zu bleiben. Egal wie ich versuche zu sitzen, mein Körper springt einfach auf und steht. Sie haben ein Zelt für mich aufgebaut. Es ist gerade mal 1,20 Meter hoch. Ich gehe nicht und setze mich in das Zelt. Mein Körper springt einfach auf und demontiert das Zelt. Ich stand einfach, nur weil dieser Mann seinen Körper im Stehen verließ. Und dann gingen wir den Berg hinauf, dort, wo er auf einen Felsen stand und seinen Körper im Stehen verließ. So funktioniert das. Und das, obwohl er vor etwa 8.000 bis 10.000 Jahren ging. Und sie sind immer noch aktiv, lebendig. Man kann ihn nicht zerstören. Auf keinen Fall kann man diesen Mann zerstören, denn er wird immer sein. Es gab eine Seherin, eine heilige Frau in Indien. Niemand weiß, woher sie kam. Sie war kleiner als 1,50 Meter. Mit Blick auf ihre Gesichtszüge denke ich, sie kam aus Nepal. Sie lief also einfach auf den Straßen der südlichsten Spitze Indiens, die als Kanyakumari bekannt ist, umher. Sie läuft einfach durch die Straßen, wenn ihr jemand etwas gibt, isst sie. Ansonsten läuft sie einfach herum. Sie kam als junge Frau und die Leute fragten sich, wer sie ist. Und sie war verrückt, tanzte und sang und weinte, weißt du, auf den Straßen. Sie geht an den Strand und sie schläft generell am Strand und sie sitzt einfach auf dem Wasser und schwebt nur darauf umher. She's just floating on the water. Sie schwebt einfach auf dem Wasser. Als sie das sahen, begannen die Menschen, sie zu verehren. Einige Leute versammelten sich um sie, aber sie sprach nie, kein einziges Wort. Es war zufällig so, es gibt einen Berg ganz in der Nähe des Ortes. Und ich übernachtete dort und jemand sagte mir, ihr Name sei Mayama. Mayama bedeutet die illusorische Mutter. Sie ist also Mayama und sie sagten, Mayamas Haus ist hier. Und sie zeigten mir das Foto. In dem Moment, als ich das Bild sah, sagte ich, ich will dorthin. Also, wir waren zu dritt, ich selbst, Viji, und mein Mädchen, das vielleicht gerade mal 5 Jahre alt war, und wir fuhren hinunter und wir gingen dorthin. Es ist zufällig ein Vollmondtag und sie bauten ein... Sie ist schon tot. Es gibt dort ein kleines Samadhi. Sie bauten ein kleines Grab für sie. Wir gingen dorthin. Der Ort vibriert wie verrückt. Es ist, als ob sie aus dem Beton herausbricht, den man um sie herum gebaut hat. Es ist ein fantastischer Ort, kleiner Ort. Dann sagten sie, heute ist Vollmond Purnami. Bleibt hier, wir werden... Es ist etwas für Prasad vorbereitet. Das Abendessen servieren sie für alle. Ich sagte, ich bleibe auf jeden Fall. Und weißt du, wie... Mein Mädchen war erst 5 Jahre alt. Sie saß einfach in der Nähe des Samadhi und sie hat nur so gemacht. Eine Stunde lang saß sie da mit schüttelndem Kopf, die Augen geschlossen, regungslos. Denn dieser Ort ist wie ein Magnet. Es hat sie einfach so gehalten. Und das Beste ist, dieser eine kleine Mann, der Mayama als Anhänger treu ergeben war, ihr Gesicht, sie lebte ihr ganzes Leben lang im Freien. Ihr Gesicht ist also ganz wettergegerbt und auf eine gewisse Art wie nepalesisch, du weißt, die Gesichtszüge sind ein wenig leicht mongolisch, definitiv nicht wie südindische. Dieser Mann stammt aus Südindien.
Er war ihr in Hingabe so zugetan, er stand vor mir. Sein Gesicht ist genau wie ihres geworden. Ich habe ihn nur angeschaut und bin in Tränen ausgebrochen. Dies ist Hingabe der höchsten Stufe. Ein einfacher Mann, er kocht und bereitet dieses Abendessen zu. Ein Analphabet, er arbeitet nur dort und bereitet das Essen zu. Sein Gesicht ist exakt so geworden wie ihres. Sie ist eine andere Ethnie. Dieser Mann ist Südinder. Sein Gesicht hat sich gewandelt, exakt wie ihres. Es war so wunderbar, ihn zu sehen. Wir verbrachten Zeit dort und auch in der nächsten Vollmondnacht ging ich dorthin und wir schickten alle unsere Brahmacharis dorthin, um einige Zeit dort zu verbringen und dann zurückzukommen. Hingabe ist also genau das. Wenn du die Strukturen deines, wer du bist, auflöst und du völlig in etwas aufgehst, wenn dieses Etwas kraftvoll genug ist, wird es sich einfach ausprägen. Auf dir selbst. Das ist die Idee der Hingabe. Das ist die Idee von Energieformen und Hingabe, sodass du zu dem wirst. Kuta bedeutet in Kanada Versammlung. Mahakuta bedeutet eine große Versammlung. Ich war also dort, dieser Ort. Es ist ein fantastischer Ort. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu verstehen. Ich werde nicht auf alle Möglichkeiten eingehen. Lass mich nur eine einfache Sichtweise erläutern. Es gibt so viele Bestandteile, die das Leben hier in diesem Sonnensystem ausmachen. Dabei, wenn wir es als eine energetische Möglichkeit betrachten, sprechen wir von 114 Chakren. So, this is a Mahakuta. Das ist also ein Mahakuta. Diese 114 repräsentiert alles, was in diesem Universum sein kann. Denn von all dem Leben, das in diesem Mechanismus oder System, das wir als unser Universum bezeichnen, stattgefunden hat, ist dies die höchste Form des Lebens. Es hat seinen Höhepunkt erreicht, was seine physische Entwicklung angeht. Also sind alle Eigenschaften oder alle Dimensionen, die vorkommen können, hier vorhanden. So this is a Mahakuta. Das ist also ein Mahakuta. These 112. Diese 112 oder 114 werden durch sieben Dimensionen repräsentiert. Normalerweise sprechen wir also von sieben Dimensionen, repräsentiert durch sieben Chakren. Tatsächlich sind es 112 oder 114, aber wir sprechen von sieben, weil wir sie in sieben Kategorien oder sieben Dimensionen unterteilt haben. Wenn alle sieben Dimensionen in einem konsekrierten Prozess vorhanden sind, wird das Mahakuta genannt. Ein menschliches Wesen kann hier als Mahakuta existieren. Das bedeutet, die gesamte Galaxie ist in dir lebendig geworden. Diese 114 sind nicht einfach 114. Die Geometrie, um die es hier geht, ist mit der größeren Geometrie des Kosmos in Einklang gebracht. Dies ist also kosmisch geworden. Er bezeichnet so eine größere kosmische Versammlung auch als Mahakuta. Der gesamte Kosmos ist eine große Ansammlung von Himmelskörpern. Wenn dieser hier das widerspiegelt, bezeichnen wir das auch als Mahakuta. Wenn also etwas mit allen sieben Dimensionen des Lebens konsekriert ist, dann wird es in der yogischen Tradition im Allgemeinen als Mahakuta bezeichnet, eine große Versammlung von Dingen,
weil es von kosmischer Natur ist. Wo immer Shiva rastete, wurden diese Orte als Kailash bezeichnet, denn sein Ursprungsort ist Kailash. Wo immer er auch hinging und verweilte, werden diese Orte im Allgemeinen als Kailash bezeichnet. Deshalb wurde dies hier als der Kailash des Südens bezeichnet. Because of this. Aus diesem Grund wählten eine Vielzahl von Weisen und Heiligen, verschiedene Arten von Yogis, Mystiker wählten diesen Berg als ihren Wirkungskreis. Diese Berge wurden Zeuge einer phänomenalen Menge an mystischer Arbeit. Es ist sehr schwierig, diese Dinge in Worte zu fassen. Viele Siddhas und Seher sind in diesen Bergen gewandert, haben einen großen Teil ihrer Zeit hier verbracht. Und am wichtigsten für mich ist dies der Berg, auf dem mein Guru gewandert ist. Und er hat sich sogar entschieden, seinen Körper auf diesem Berg, auf dem Sixth Hill, dort oben zu verlassen. Deshalb ist es für mich wie ein Tempel, nicht wie ein Berg. Als wir uns auf die Suche nach einem Ort machten, an dem wir Dhyana Linga errichten oder konsekrieren konnten, reisten wir wieder überall umher und die Leute zeigten mir weiter in alle möglichen Gegenden. Innerhalb der Stadt, außerhalb der Stadt, hier, dort, dieser Berg, jener Berg. Ich sah es mir an, alles ist schön und alles ist schön, aber das ist es nicht. Die Leute waren also langsam frustriert. Wird sich Sadhguru irgendwo niederlassen? Dann eines Tages fuhren wir gerade in diese Richtung und plötzlich sah ich den siebten Hügel, den Gipfel, und wir blieben auf der Stelle stehen. Von da an, es ist wie alles todsicher. Ich bin einfach zu diesem Ort gegangen und sagte, das ist der Ort. Am 11. Tag danach wurde er auf den Namen der Isha Foundation eingetragen und seither gab es keinen Blick mehr zurück. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass die meisten Mystiker und Yogis das, was sie in sich tragen, was sie wissen, niemals mit anderen Menschen teilen können. Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, bei dem man alles herunterladen kann. Sie gehen also im Allgemeinen an solche Art von Orten, die für Menschen nicht leicht zugänglich sind, aber zugänglich genug. Und sie laden ihr gesamtes Wissen in Form von Energie herunter, normalerweise auf den Berggipfeln. Dies ist die Bedeutung von Kailash. Das Kailash-Gebirge ist die größte mystische Bibliothek auf dem Planeten. Es gibt keinen anderen Ort wie diesen. Dies hier ist ein kleineres Archiv. Nicht in irgendeiner Weise von geringerer Qualität, aber eine viel kleinere Bibliothek. Es gibt also eine phänomenale Menge an Schwingungen und Wissen in diesen Bergen. Das ist für den logischen Verstand sehr schwer zu verstehen. Wie kann ein Berg etwas wissen, wenn ich es nicht weiß? Viele Steine auf dieser Welt wissen weit mehr, als irgendjemand wissen könnte. Wenn du zum Kailash kommst, ist es ganz genau so. Selbst hier ist es so gut wie alles andere, wenn du hinaufgehst. Die mystischen Dimensionen des Lebens, die nicht logisch erklärt werden können, die nur erfahrungsgemäß weitergegeben werden können, weil es an einer Vielfalt an nötigen Situationen fehlt, um diese Dinge zu verwirklichen. Sie haben immer Felsen und nicht Menschen gewählt.
Es gibt einen Tempel namens Kashi Karvat in Kashi. Aber die gängige Praxis in Kashi Karvat war, Karvat bedeutet eine Säge. Sie werden also eine Säge nehmen und durch den Schädel schneiden, durch die beiden Hirnlappen. Man kann das tatsächlich durchtrennen. Außer dem Schmerz der Haut und dem, was an der Oberfläche ist, hat der Schädel kein Schmerzempfinden. Und wenn man einen Schnitt zwischen dem G, den beiden Hirnlappen macht, tut es nicht weh. Es gibt Schmerzen durch äußere Verletzungen, aber keinen tieferen Schmerz. Also schneiden sie langsam hindurch und öffnen ihn. Menschen, die bis zu einem gewissen Ausmaß Sadhana gemacht haben, aber irgendwo stecken geblieben sind, sie brechen hervor und Befreiung und Loslösung geschehen, beide in diesem Tempel. Traditionell sehen wir das so. Es gibt drei Punkte der Transzendenz in deinem Ajna. Sie heißen Rudra, Hara und Sadashiva. Sadashiva bedeutet ewig in diesem Zusammenhang. Jeder versucht also dorthin zu gelangen. Aber wenn dein Sadhana dich nicht dorthin bringt, versuchst du eine mechanische Hilfe zu nutzen. Sie könnten also nur ein wenig aufgesägt haben. Aber in der hiesigen Folklore heißt es heute, sie haben dich ganz durchsägt. Oder vielleicht haben sie, sobald sie tot waren, sobald sie den Körper verlassen hatten, ganz durchgesägt. Ich weiß es nicht. Das ist aus Unwissenheit. Es ist nicht notwendig, den Körper zu durchsägen. Sie könnten nur aufgesägt haben. Es könnte sich um ein kleines Instrument gehandelt haben, um diesen Bereich chirurgisch etwas zu öffnen. Jetzt ist es natürlich verboten. Es geht nicht ums Durchschneiden. Es geht nur darum, dich genügend zu öffnen. Das einzige Problem ist, ob mit einer Berührung oder mit Sägen oder was auch immer, wie auch immer, wenn dir ein Gefühl der Befreiung widerfährt, solange du noch nicht das grundlegende Verständnis und die Kontrolle über deine Systeme hast, ist die einzige Wahl, die du hast, dass du zusammen mit dieser Art der Befreiung auch den Körper ablegst. Denn um den Körper zurückzuhalten, braucht man ein gewisses Maß an Kontrolle über das System. Und ohne diese Beherrschung zu erlangen, würde jeder Versuch, die Energien auf den Gipfel zu bringen, Befreiung und Loslösung zur gleichen Zeit bedeuten. Es ist also unnötig, Energien auf eine bestimmte Weise zu bewegen, wenn die Menschen keine solche Absicht in ihrem Leben haben. Sie wollen einfach nur gut leben, doch jetzt gehen sie in den Karvat-Tempel? Nein. Das ist für Menschen, die um jeden Preis Befreiung wollen. Das ist also eine andere, völlig andere Ausrichtung in einer individuellen Person.